Hallo meine Freunde, hallo meine Lieben. Also heute läuft wieder Waldi erklärt euch die Welt. Das ist jetzt die dritte Folge, ja. Und heute geht um Schulsystem, ja. Und zwar die Schweiz hat das beste Bildungssystem, ja, der Welt, ja. Folgend von Singapur, Japan, Kanada, Estland, Slowenien, Australien, England, Irland, Norwegen, Finnland. Also Deutschland kommt im internationalen Vergleich auf Nummer 16. Ja? Ist ja auch nicht so schlecht, ne? Weil das sind ja, glaube ich, über 70 Länder, die verglichen werden. Und 16. Stelle ist ja gar nicht so schlecht. Ja? Aber auch nicht die beste, ne, oh, Stelle. Ne? Natürlich ist unser Schulsystem gar nicht so schlecht, ja, mit dieser Grundschule und dann dieser Real- und Gymnasium und Hauptschule und Gesamtschule, was da alles so kommt, das ist ja auch nicht so ganz schlecht. Ne? Natürlich gibt es ja Länder, die besseren Systeme haben. Ja? Man kann ja nicht sagen, dass alles, was hier bei uns glänzt, ist alles Gold. Ja? Also so, der Meinung bin ich ja nicht. Ne? Aber wie gesagt, ist ja auch okay alles. Ne? Nicht schlecht. Ja. So, und erstmal kommt die Schule, ne? Also praktisch die Grundschule und dann weitere Bildung, also praktisch die Haupt- oder Gesamt- oder Real- oder Gymnasium. Und danach, viele gehen auch studieren und die lernen ja auch viel, studieren auch jahrelang, ja. Nur dann später, dann kommen die Probleme, ja. Also praktisch viele bekommen dann nichts, ja, nach dem Studium, ja. Also die bleiben dann sitzen, haben Probleme, weil die kriegen noch nicht mal Arbeitslosengeld, weil sie nicht gearbeitet haben, ja. Und wenn, dann haben sie da ein paar Stunden so nebenbei sich ein paar Euros verdient, ja. Aber du kriegst ja kein volles Arbeitslosengeld. Die werden dann, obwohl die studiert haben, nur weil sie nichts danach bekommen, Hartz-IV-Empfänger. Das ist ja schlimm, ne? Das ist nicht gut. Ne? Und wie gesagt, nach dem Studium, wenn man dann nichts bekommt und man muss ja dann irgendwelchen Job annehmen, dann ist das ja auch schade, weil die Leute haben studiert und die kommen ja dann nicht weiter. Ja? Aber unsere Regierung oder unsere Politiker sagen ja, die brauchen gebildete Leute, ja, obwohl bei uns gibt ja genug davon. Ja? Viele studieren, jedes Jahr kommen da so viele nach dem Studium fertig, voll ausgestattet mit Wissen und alles. Ja, und dann wird man hier erzählen im Fernsehen und überall, dass man braucht ja Leute aus dem Ausland, ja. Also ja, dann sind unsere Firmen, die Arbeitgeber und alle, die Fachkräfte brauchen, auf der Suche nach Fachleuten, nach Fachkräften. Und dann sagen die, ja, es gibt ja keine oder gibt zu wenig, obwohl so viele sitzen ja nach dem Studium zu Hause oder bekommen dann Hartz IV. Das sind fertige, gelernte Leute, ja, die einsatzfertig sind. Also ich bin der Meinung, dass man soll ja den Leuten, den jungen Leuten, die jetzt nach dem Studium fertig sind, und wollen Lehrer werden oder Ingenieur oder irgendwelche Projekte machen und in großen Firmen starten, so wie Bayerwerk oder wo auch immer, Ford oder was auch immer, Humboldt oder was. Man sollte die auch denen die Chance geben. Ja? Du kannst ja nicht jetzt verlangen von einem, der studiert hat, dass er jetzt auch noch Erfahrung mitbringt. Ja? Die Erfahrung muss er erst sammeln. Ja? Und manche Firmen wollen das ja nicht. Die wollen sofort welche mit Erfahrung haben. Ja? Und dann sagen sie, ja, dann holen wir uns die Leute aus dem Ausland. Ja? Und die lassen wir hier sitzen. Zu Hause und weiß der Kuckuck was noch. So Leute, diese internationale PISA-Forschung, wenn es um Schulsysteme geht, zeigen, dass
Es gibt ja noch bessere Schulsysteme als unsere hier in Deutschland. Ja? Das ist aber nichts Schlimmes, weil es ist einfach in jedem Land ein bisschen anders. Ja? Und das finde ich ganz in Ordnung. Ja? So Leute, jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Ja? Und es geht jetzt um den Diesel, ja? Um Autos. Ja? Also PKWs und LKWs, die Abgasnormen überschreiten die Euro. Dass der Diesel so schädlich ist, ja, dass es, dass die Menschen leiden, ja, langfristig. Ja, also zwar Atemwege, Lungenfunktionen sind beschädigt und man ist ja chronisch krank, ja, hat Herz-Kreislauf-Störungen und das führt dann zum früheren Tod, ja, also durch diese Luftverschmutzung, ja, also das ist schon ein Hammer, muss man sagen, ja. So. Und es geht ja auch vor allem um die Feinstaubkonzentration, ja, also in Deutschland, ja, die Messungen vom Feinstaub, ja, die waren nicht immer gleich, nicht immer richtig gemacht, ja, es sind ja die Messungen mal ganz an der Straße abgenommen worden, dann wieder mal 50 Meter hinter der Straße oder noch hinter den Gebäuden oder direkt an der Autobahn. Also die Messungen und die Werte waren oft fraglich. Ja? Also deswegen, die Messungen, die waren so unterschiedlich, dass man dazu kam, dass irgendwie das Ganze war falsch, also falsch gemessen. Ja. Außerdem, die Messungen, die sind auch witterungsabhängig. Ja? Also das heißt, bei einem schlechten Wetter, bei einer Abkühlung oder im Winter oder auch im Sommer sind die Messungen schwer zu messen, weil zum Beispiel im Winter werden von den Abgasrohren also mehr Rauch ausgestoßen und mehr Dreck ausgestoßen, als wenn es das im Sommer ist, ja. Also da sind schon Unterschiede, auch beim Regnen. Regen verändert sich das. Beim Frost verändert sich das. Und bei einer Hitze verändert sich das. Also das ist schon sehr schwer richtig zu messen, ja. Manche Experten denken auch, dass der Benziner, ja, nicht nur der Diesel, dass der Benziner auch ein Dreckschleuder wäre, ja. Man will ja jetzt die ganze Welt verändern durch die Greta Thunberg so, Leute, und man möchte Autos. Jeder glaubt an das, dass die alles sauber wird produziert und alles sauber abläuft, weil die Leute sind ja so ein bisschen blind, dass die an die Steckdose gucken und die sehen, dass die Steckdose sauber ist. Und die wissen, da in die Steckdose braucht man ja nur Stecker reinstecken. So und Leute, schon, und Strom, allein das, was man verbrennt, um Strom zu erzeugen, ja, das ist das eine. Und das zweite ist ja, die Autos brauchen Akkus, ja. Und die Akkus, die sind sehr giftig, ja. Und irgendwann werden die Akkus auch entsorgt. Und das mit der Entsorgung, das ist zusätzliches Problem, ja. Und wie ich weiß, bis jetzt alles, was man nicht braucht, schickt man nach Afrika, ja. Ob das jetzt alte Computer sind, die man nicht mehr braucht, oder Kühlschränke oder Waschmaschinen oder was auch immer. Alles landet in Afrika oder Asien, ja. Und ob das jetzt der Sinn der Sache ist, was man haben möchte, ich glaube nicht. Ne? Also die Akkus von den Elektroautos, die haben auch ihre Lebensdauer. Ja? Und danach, wenn jetzt ein paar Millionen solche Autos fahren, ja, dann müssen die paar Millionen Akkus entsorgt werden. Und das ist ja nicht nur einmal, das wird immer wieder kommen, immer wieder. Ja, also ob man jetzt
ob das jetzt umweltfreundlich ist, ja, da tue ich zu bezweifeln. Ne, also glaube ich nicht. Dann haben wir noch diese E-Autos, was die leisten können. Ja, also wie ich gehört habe oder gelesen habe, es gibt ja Akkus, die nur 80 Kilometer eine Ladung, wenn sie einmal aufgeladen sind, kann man damit fahren. Es gibt ja welche 100 und 120 Kilometer und 150 Kilometer, aber dann ist ja auch Sense. Natürlich mit der Zeit werden die Akkus so gebaut und gemacht, dass man dann auch vielleicht 200 oder 500 auf einen Schlag fahren kann, ja, Kilometern. Und dann muss man die immer aufladen. Ne? Da gibt ja die Tankstellen, die Elektrotankstellen, es werden immer mehr gebaut. Ne? Nur das Problem ist ja wiederum, dass man eine Stunde oder zwei Stunden warten muss, bis die Akkus aufgeladen sind. Ja? Okay, das wird sich ändern, weil die Akkus werden immer besser werden. Aber am Anfang jetzt ist das so. Und das wird noch ein paar Jahre so dauern, ehe dann welche Akkus kommen, die besser sind. Ja? Aber wenn es um Entsorgung geht, dann ist das gleiches Problem wie mit den ersten Akkus, ja, und den besseren Akkus, ja. So, was soll man dazu noch sagen, ja? So, Leute, ich denke, wir sind am Ende. Wir haben ja unsere Themen jetzt angesprochen. Das ist ja nichts Schlimmes, ja. Das, was ich hier erzähle, das ist nichts, das ich mir jetzt aus dem Kopf ausdenke. Das sind Tatsachen. Das tue ich in dem Internet lesen. Nur ich will ja das nochmal erwähnen, damit die Leute sagen ja auch, ja gut, vielleicht hat er recht. Das ist so, wie der Mario Barth tut entdecken. Ne? Und er entdeckt das und jenes und so. Und mir gefällt seine Sendung, was er da zeigt. Ich bin ja kein Mario Barth und werde ich auch keins werden. Ich wollte das jetzt nur so erinnern. Ja? Okay, Leute, dann sage ich mal tschüss. Und dann bis zum nächsten Mal, ja? Jetzt haben wir die dritte Folge, dann kommt die vierte Folge, ja? Okay, tschüss.